Hier ist nochmal der Startpunkt für die Paddelausflüge in die Stopfenreuthau. Das ist dieser Nebenarm. Im Augenblick herrscht hier aber etwas Niedrigwasser, das sich aber wahrscheinlich bald ändern wird. Und wie man sieht, ist sogar noch etwas Eis vorhanden. Noch schaut es hier wüst aus, aber ich schätze in ein, zwei Monaten ist hier alles grün. Grün, 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 grün. Hier wieder ein Blick auf den Nebenarm, Stopfenreuthau. Zu erlebt. Wildschweine aufgescheucht. So, ich habe versucht, die beiden Schweinerl ein bisschen zu verfolgen. Ich habe da etwas auf Winnetou gemacht, was bei meinem Körpergewicht nicht so einfach ist. Und wenn man das Totholz hier sieht am Boden, braucht man wahrscheinlich ein Red Bull, um Flügel zu verleihen, ohne dass da was knackst unter den Füßen. Aber gut, es war ein Versuch wert. Ich gehe jetzt weiter Richtung Wasser noch und schauen wir mal, was uns noch alles begegnet. Hier die Bruchstelle des Kollegen. Schaut auch noch ziemlich neu auf, der dürfte bei den letzten.
wunderschöne Natur belassen. Ja. Ich werde mir jetzt einmal ein neues Plätzchen suchen. Und werde mich einmal ein bisschen vorstellen. Also dann, bis gleich. Tja, beim Laufen habe ich hier noch was entdeckt, was auch schon länger hier liegen dürfte. Ich sage es gleich, ich habe es nicht getötet. Das liegt auch schon länger hier. Ein Rehlein. Zumindest war es das einmal. Tja, dem Tier kann ich nicht mehr helfen. Leider. Ja, ich denke mal, diese Stelle bietet sich für ein Päuschen an. Okay, ich werde mal alles herrichten für ein gepflegtes Essen. Und dann werde ich euch wiederholen. So, da hier Naturschutzgebiet ist, leckere Brühe mit Speck. Der Wagen wird heute nur als Windschutz genutzt. Oder? Tja, da ist mein Futter, das ich hinköchelt.
werde ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Carlos. Der Outdoor Carlos. Ja, wie bin ich zur Buschkraft gekommen? Sagen wir mal so, ich komme aus dem schönen Österreich. Bin im östlichsten Teil zu Hause. Nämlich, ich habe nur ein paar Kilometer in die Slowakei und ein paar Kilometer nach Ungarn und ein bisschen mehr zur Tschechei. Ja, Buschkraft, wie komme ich dazu? Ich war eher schon immer naturverbunden, waren eigentlich selbst bei Urlauben immer mit dem Zelt unterwegs. Später mit dem Wohnwagen, man wird älter, man wird gemütlicher. Aber Hotels haben mich nie interessiert. Das heißt nicht, dass man irgendwelche waren, aber Campen ist für mich der schönere Teil. Ja. Und so bin ich eines Tages wie viele andere bei YouTube picken geblieben und habe mal sich ein paar Videos reingezogen. Und unter anderem Buschkraft-Videos. Das allererste Video, das ich gesehen habe, weiß ich noch ganz genau, war mein Freund Volker von Kanten-Trekking. Das erste Video, das ich gesehen habe, schnitt aus. Das erste Video, das ich auf YouTube gesehen habe, war mein Freund Volker von so fasziniert, dass ich das natürlich auch sofort versuchen musste. Die Ausrüstung wurde angeschafft und so ging es in die Wald und auf die Heide. Natürlich in der Zwischenzeit kenne ich sämtliche großen Namen wie im Survival, Fagomir, Sepp, Waldhandwerk und wie sie alle heißen mögen. Taschenmesserbuch, ich kenne sie bereits alle und ziehe mir jedes Video von ihnen rein und es ist wirklich ein Traum. Okay, im Großen und Ganzen freue ich mich jetzt schon auf gepflegtes Essen. Leckerle. Dann hinten auch noch ein gepflegtes Kaffeechen, wie sich das gehört für echte Buschkräfter. Okay. Ich melde mich dann nach dem Essen gleich. Ja, die Bohnen sind in der Zwischenzeit fertig. Gepflegt. Das Wasser schon aufgestellt für den Kaffee. Super Natur, Herz, was willst du mehr? So, gepflegter Kaffee noch. Quasi ein Käfchen in Ehren, kann niemand verwehren. Prost. Und natürlich verlassen wir die Natur so, wie wir sie vorgefunden haben. Das haben wir schließlich gelernt. So Freunde, ich mache mich jetzt langsam auf den Rückweg. Es war schön, euch bei mir zu haben.
So, Freunde, nun sind wir wieder angekommen auf einen Ausgangspunkt, wo ich gestartet bin. Die Runde hat euch doch etwas gefallen, auch wenn es windig war. Und dieses mein erstes Video ist, an dem Volker von Rattentanking schuld ist. Da mir natürlich seine Videos gefallen und er mich komplett verleitet hat, versuche ich das jetzt natürlich auch. Natürlich bin ich nicht der Profi wie unser Volker, aber ich hoffe, man verzeiht mir meine kleinen Fehler. Ich arbeite daran. So, und wie heißt es so schön am Schluss? Bis bald im Wald! Ciao!